Anscheinend habe ich alle Bücher aus dieser Sammlung. Sitzt in der Falle. Ralak! Ralak! Wo zum Teufel sind die blöden Wachen? Über meine Axt und Rüstung verteilt. Ja, und auf meinen Stiefeln. Wir haben sie zermalmt. Ja, und ich habe ein paar erschossen. Böse Goblins. So missgestaltet und hässlich und arm du auch sein magst. Juklid zwingt mich, dein Leben zu verschonen. Wenn du dich seinem Willen beugst, gib uns deinen Schlüssel. Dann wird über deine Fehler hinweggesehen. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Nur schlagt mich nicht. Ich bin ein Feigling und eine Schande. Ich werde Zanga um eine gute Tracht Prügel bitten. Das reicht. Weiden wir ihn aus. Moment! Er hat Zanga erwähnt. Er sagte Zanga. Hey, immer mit der Ruhe. Wir haben es ja gehört. Eigentlich wollte ich gerade fragen, weißt du, wer Zanga ist? Ja, er ist der Meister. Der Meister des Kerkers? Ich weiß nicht. Er ist eben der Meister. Zanga! Zanga ist der Meister! Meister! Ich suche ihn, aber ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, wir sollten ihn am Leben lassen. Jedenfalls vorerst. Wir müssen nur seinen Schlüssel bekommen. Oder wir könnten seine Füße, Hände und Ohren abschneiden. Ich meine, alle Dinge, die abstehen, sind doch überflüssig. Wie, seine Nase? Ja klar, alles, was hängt. Ja, wir schneiden alles ab, was absteht. Oh nein, bitte nicht. Gnade! Wie, es gibt noch weitere hängende Dinge? Komm schon, das reicht. Wir haben den Schlüssel, also lasst uns auf die vierte Etage gehen. Oh, ihr armen Idioten. Die vierte Etage ist verflucht. Ja, danke, das wissen wir schon. Ach, aber ihr habt ja keine Ahnung. Selbst der Fluch ist verflucht. Die Ebene ist überverflucht. Wir haben schon viel zu viel Zeit auf diesen Wicht verschwendet. Los! Vorsicht! Neugier ist manchmal der Katze tot und verbrennt sie dann zur Asche. Schon einfacher, wenn man den Schlüssel hat. Ist ja komisch. Das sieht aus wie ein Wasserhahn. Lass mich mal. Na sowas. Noch eine Tür. So ein Pech. Bei den Eingeweiden von Yor, ich hau sie kaputt. Ja. Yeah. Nein, das machst du nicht. Wenn die Tür verzaubert ist, könnten wir als Aschehäufchen enden. Ich weiß nicht wieso, aber diese grausige Möglichkeit jagt mir einen seltsamen Schauer über den Rücken. Da, noch ein Schild. Es ist eine Art Gedicht. Ich bin niemals weit entfernt von meinem Zwilling. Man verbindet mich oft mit dem kotzreizbaren Geruch von einer nicht sehr schönen Stelle des Körpers, welche sich sehr weit vom Geruchsorgan befindet. Mit anderen Worten, es ist etwas, was stinkt und weit weg von der Nase ist. Ich hab's. Socke. Nicht schlecht, Respekt. Einfach. Hey, ich wusste es auch. Socke! Socke!
Kapitel 4. Ein Fest für Dämonen. Unsere Abenteurer haben endlich die dunklen und stillen Gänge der vierten Etage erreicht. Sie kommen dem Unterschlupf der bösen Kreatur immer näher, die ihnen entweder zu Antworten verhelfen oder ihr Schicksal besiegeln und ihren Bau mit dem Blut unserer Abenteurer besudeln könnte. Was hat er gerade gesagt? Gehen wir rein. Bleib cool. Sollten wir uns nicht zunächst einen Plan ausdenken? Denken ist was für Schwächlinge. Hat denn jemand eine Idee, was wir diesem riesigen, ekelerregenden Dämon sagen sollen? Falls er uns was sagen lässt, bevor er uns die Arme ausreißt. Normalerweise kann man mit Dämonen reden. Diese Kreaturen besitzen eine hohe Intelligenz. Aber man kann versuchen, sie durch einfaches Argumentieren zu übertölpeln. Interessant. Hast du viel Übung in der Kunst des Übertölpelns von Dämonen? Eigentlich nicht. Das ist reine Theorie. Ich habe darüber in einem Buch gelesen. Ach du meine Güte. Bei Xoros Tentakeln, was führt euch in meinen Unterschlupf? Ja, der Dämon! Ach, so groß ist er ja gar nicht. Nur hässlich wie eine Kakerlake. Bitte hört nicht auf ihn, eure teuflische Hoheit. Wir kommen in Frieden. Wir kommen in Frieden? Im Ernst? Mehr hast du nicht zu sagen? Ich rieche, wie der Duft des Gottes des Scheiterns eure zerbrechlichen Körper durchdringt. Und doch seht ihr nicht wie seine üblichen Diener aus. Ich glaube, er spricht über so ein Pech, den Gott des Scheiterns und der Ungeschicklichkeit. Ein weiterer beschissener, nutzloser Gott. In der Tat. Er hat diesen Kerker verflucht und macht aus meiner Existenz die Hölle auf Erden. Hölle? Für einen Dämon? Also das schießt den Vogel ab. Ja, was für ein Scheißleben. Euer Sinn für Humor gefällt mir nicht wirklich. Bitte entschuldigt eure Gefährlichkeit. Sie sagten, dass Sie seine Essenz in uns riechen? Das Amulett, das ihr bei euch tragt, ist mit dem Gott des Scheiterns verbunden. Genau darum brauchen wir Ihre Hilfe. Anscheinend können wir es nicht loswerden. Normalerweise schlachte ich alle ab, die mich hier besuchen. Vor allem, wenn sie das Zeichen von so ein Pech tragen. Nein! Du Klabonis! Wartet! Wir alle tragen den Fluch von so ein Pech. Das macht uns zu Verbündeten. Der Feind deines Feindes ist, dein Freund. Gar nicht so dumm. Euch zu benutzen könnte spaßiger sein, als das Blut in euren Eingeweiden zu versprühen. Genau, bitte benutzen Sie uns. Wir sind sehr nützlich. Wir müssen einen Pakt besiegeln. Unsere Seelen für Ihre Gnade, richtig? Eure erbärmlichen Seelen sind mir egal. Ich kann nur so ein Pechsrituale nicht selbst ein Ende bereiten. Sind Sie nicht stark genug? Natürlich nicht. Diese Rituale sind nur zu widerlich. Befreit diese Ebene vom Einfluss von so ein Pechskultisten, dann werde ich euch helfen. Du findest sie widerlich? Dann müssen sie ja wirklich schrecklich sein. Diese Rituale sollen Dämonen abschrecken, nicht Sterbliche. Wenn ihr sie beendet, ist euch meine Hilfe sicher. Anscheinend haben wir keine Wahl. Gut, wir sind im Geschäft. Geht durch die andere Tür. Sie führt in den Bereich, der von den Lakaien des Scheiterns verflucht wurde. Wir sind doch ohnehin schon verflucht. Was könnte da schon Schlimmes passieren? Möchtest du das wirklich wissen? Mit etwas Glück finden wir da drin vielleicht etwas Magisches. Was für ein seltsamer Gesang. Das klingt jedenfalls nicht nach einem dämonischen Ritual. Hey, seht mal, da liegen Orks auf dem Boden. Zweifellos lebendige Opfergaben. Verschwinden wir, solange wir noch können. Lustigerweise hast du jetzt meine Aufmerksamkeit. Na und? Das sind doch nur ein paar blöde Orks. Menschen, alle töten.
Zusammenbleiben! Ich bin dran. Verdammt! Komm mir nicht so nahe. Togas, voila, boom, voila. Ja, das hat gar nicht wehgetan. Das ist dein Tod! Hier bin ich! Ich habe das erste Blut vergossen! Hättest du wohl gern. Eto! Hector, salut.
völlig lautlos zu. Sind gefährlich. Wir brauchen eine gute Strategie.
an den Tränkeunterricht und diesen schrecklichen Lehrer mit den fettigen Haaren. Vergossen. Aloma, Aquo, Sodimi. Ich bin über und über mit Blut besudelt.